Grüß dich miteinander, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren One-on-One. Es hat eine Zeit gegeben, dass ich Snowboarder auf Liften nicht nur nicht erwünscht war, sondern auch verboten war. Es hat eine Zeit gegeben, dass ich Snowboarder Rebellen war. Und es hat eine Zeit gegeben, da war er einer der Superstars dieser Szene. Ganz herzlich willkommen, Fabien Faburoer. Fabien, schön, bist du da? Guten Tag. Fabien ciao. Geht dem so nicht vom Mau. Fabu. Vielleicht der Februar, ganz der Schweiz. Ja, interessant ist noch so, in Österreich und in Amerika sagen sie immer Fab. Fab? Aber Fabien. Und dann Rohrer haben sie ja nicht. In Japan zum Beispiel haben sie mir auch Bar gesagt. Fabien Münzingen von Rohrer. Ganz am Anfang, bis ich gecheckt habe. Fabien Münzingen von Rohrer. Du bist natürlich zu Münzingen bist aufgewachsen. Und? Flachländer bin ich. Und Münzingen, ich kann mich erinnern, wo ich glaube, der BZ war, die Berner Zeitung, Fabien Rohrer bricht Schule ab. Ist das gewesen, nachdem du überraschenderweise Italien-Contest hast gewonnen? Genau. Ja, also mal mein Grundgedanke in meinem Leben ist, ich lebe nach meinem Herz. Egal, was die Masse macht. Und das habe ich seitdem noch auch ziemlich gut durchgezogen. Du zählst näher in Gesellschaft aus Querschläger. Querschläger sind nicht gern gesehen, viel. Mit wasserstoffblonden Haaren. Auffallend, eben ein Rebell. Aber dann ist halt... ein Rebell. Es ist ein Rebell. Ja, Querdenker, ein Querkopf. Ja, aber wieso ist es quer? Vielleicht ist das Querdenken eben das richtige Denken. Und die Masse geht einfach mit der Sicherheit. Mit der Masse geht es sicher. Wir sagen ja nur... Ich hatte Risiko. Schuhe abgebrochen, Weltrangliste Nummer 1100. Alle haben gesagt... Ja, niemand hat auf dich gewartet. Alle haben gesagt, du spinnst. Und dann habe ich plötzlich gewonnen. Und dann sind die Schultern klopfen gekommen und gesagt, das habe ich immer gedacht, dass du gewinnst. Genau. Wir sagen ja nur, tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wo ich mir... das Resultat ein bisschen aufgeschrieben, 1995 ISF, dann war es noch nicht FIS, dann war es noch die ISF. Wer später zu FIS ist, war ein kleiner Verräter. ISF 7. Platz, Weltrangliste. Erste Sponsorenverträge waren möglich 1995, wo der Globo Trainingsmöglichkeiten eröffnet, wo du wieder ein Jahr hast Sicherheit gehabt. Planungssicherheit. Ja, genau. Aber der Sponsor, den ich damals hatte, jetzt Nitro Snowboards, jetzt ohne grosse Werbung zu machen, habe ich heute noch. Das ist nach 20 Jahren jetzt nicht mit Geld, aber sie tun mich mit Material unterstützen. Andere Firmen wie Adidas sind gross reingekommen, haben sechsstellige Beträge schon dann gezahlt, haben sich dann vom Markt wieder zurückgezogen. Jetzt sind sie anscheinend wieder da mit dem Adidas Original. Okay. Nike ist gekommen, jetzt ist Nike wieder weg. Ja. Adidas bleibt. Nike ist nur noch mit Rollbrettschuhen und Bekleidung auf dem Markt und beim Snowboarden komplett zurück. So. Ja. Es ist schon extrem ein Kommen und ein Gehen. Und dann sagt man, ja, der Snowboardmarkt ist zusammengebrochen, es fährt ja niemand mehr Snowboard. Absolut, das sage ich. Es schwankt immer ein bisschen. Manchmal siehst du ein bisschen mehr von denen, manchmal mehr da. Ich habe gar nichts dagegen, dass es ein bisschen eine Randsportart bleibt, dass ein bisschen der Groove bleibt. Eben, der Groove bleibt natürlich erhalten. 96 können wir bei den Resultaten bleiben. Halfpipe Europameister, nordamerikanischer Meister, japanischer Meister, ISF auf dem 2. Platz und beim Aaron Style in Österreich, beim legendären Aaron Style, bist du eigentlich Ersatzfahrer gewesen. Du hast dort gewinnen können. Genau. Ein Ehrensteilsieg ist ja schon also, etwas gewesen, oder? Die es nicht kennen, dort kommst du eigentlich gar nicht her. Du wirst eingeladen vom Organisator. Das ist in unserer Szene weltweit. Wenn du schon mal dort auf der Startliste bist, ist so das Non-Plus-Ultra. Und dann bekommst du noch so einen Siegelring, wenn du mal Sieger bist. Ja. Und so. Es ist schon das Nonplusultra. Viel meine, oder wenn irgendwo beim Schweizer Fernsehen, sorry da, aber angesagt wird, der ist FIS-Weltmeister und so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Bedeutung vom Ehrenstil über den Riesensprung vor 27'000 Leuten, die da zuschauen vor Ort und so, es ist schon ein anderes Erlebnis als beim FIS. FIS war Meister bist du auch ein Jahr später. Ist denn ja, die FIS ist aber, noch relativ neu im Snowboard? Ja, sie haben mir Bedingungen gemacht, wenn ich an die Olympia wollte, dann muss ich 1000 FIS-Punkte haben. Und dann habe ich gesagt, also komm, dann gehe ich an die FIS-WM, die ist gerade der nächste Datum. Gewinnen wollte ich nicht, aber...
Doch, gewinnen wollte ich immer. Und dann bin ich her und er habe ich gewonnen und habe 1000 Punkte gehabt. Und dann habe ich halt den Titel gehabt. Aber ganz, ganz ehrlich, ohne überheblich zu tun oder irgendetwas, das war für mich dann nicht so schwierig gewesen. Ja. Weil auch das Level der Fahrer, der Fies-Fahrer, die meisten waren natürlich noch bei ISF. Einige sind schon gekommen, wenn Markus Huhn... Das Niveau war sicher nicht so hoch dann, oder? Noch nicht also so hoch. Also bei Fies-WM? Ja. Ich hatte mehr ein Problem mit ISF-Fahrern, die auch hier waren. Fies-Fahrer habe ich gar nicht angeschaut. Ich habe einfach geschaut, was macht der Finnländer, der Norweger, der Schwede. Das sind immer die gefährlichsten. Und die musst du putzen. Genau. Deswegen habe ich dann noch keinen Schweizer Trainer genommen. Weil aus meiner Sicht waren wir einfach zu wenig parat, für Trainer zu haben im Snowboarden. Deswegen bin ich auch immer nach Lappland rauf, trainieren und habe dort meine Mentalcoaches gehabt. Mein Wachser, mein Dings. Also Function Niveau. 98 ISF, erster Platz. Nagano, der Olympische Spiel, ein vierter Platz. Und so, wie es dahinter das Bild ist, hat man die eigentlich in eure Erinnerung in dieser Halfpipe. Nach der Karriere. Jetzt bin ich grau. Jetzt bist du grau. Ist auch schon fast wieder so hell. Ja. Nach der Karriere hast du viele Sachen ausprobiert. Du hast einen Shop gehabt, zu Münzigen. In diesem Vor-Life-Case, oder? Genau. Vorlife, bin ich auch mal drin. Mhm. Da hat es dann nicht mehr gegeben. Du hast verschiedenste Sachen ausprobiert. Wir wollten mal zusammen einen Song aufnehmen. Ehrlich? Das weiß ich gar nicht. Aber das haben wir sicher nicht. Wir wollen zusammen einen Song aufnehmen. Und zwar der hier. Nick Cave wollten wir aufnehmen. Warum haben wir das nie gemacht? Bin ich froh, dass wir das nie haben gemacht. Aber ich finde dir etwas im Kopf. Du bist echt so geworden, wie du nie wolltest sein. Ich glaube, ja. Wenn man dir vor 20 Jahren gesagt hat, du wirst sesshaft, unmöglich. Wenn man ja, gesagt, meine Schwester, die kennst du ja. Ist bünzlig, oder? Ja, wenn man sagt, du wirst sesshaft, unmöglich. Wenn man sagt, Familienvater, unmöglich. Wenn man sagt, Immobilienmakler, unmöglich. Wenn man sagt, du machst Fernsehsendungen mit Blasmusiken, völlig unmöglich. Und wenn man sagt, du wirst Golfer, dann hättest du mich geklappt. Ja. Und das bist alles geworden. Du bist Immobilienmakler, hast eine eigene Bude. Zwei Buden, seriöse Buden, Buden, die seit laufen. Seit 10 Jahren. Bei diesem Immobilienmanagement, wie muss man sich den Februar als Businessman vorstellen? Wie gehst du verkaufst Chalet im Grindelwald für Millionen von Franken. Ist es so. Geschallet? Nein. Meistens haben wir nicht geschallet. Wäre auch nicht glaubwürdig, nehme ich an. Es kommt immer oder? Ein darauf an. Es ist ein bisschen Respekt gegenüber. Und das läuft gut? Meinem Ohren. Das ist dein Lebensunterhalt. Es läuft mit meinem Ohren. Sicher? Ja. Darf ich wirklich? Ja, das ist gut. Viel merke ich, das ist nicht gut, aber ich darf wirklich sagen, es läuft mir sehr gut. Und, also auch für die sagen, der Ohren kommt eh nicht etwas auf da. Aha, ja, ah. das sagen sie. Gibt es immer noch solche? Ja, es gibt doch viel. Oder auch so Hassmails. Oder ich habe mal einen Brief bekommen, das ist der coolste. Der eine hat mir geschrieben, weißt du, immer noch anonym, die Luschen. Sie wenigstens mal die Adresse draufschreiben, gell? hat er so geschrieben, er würde mir nicht einmal seine Hundehütte in Verkauf geben. Kein Problem. Aber ich weiss schon, dass sie die Adresse nicht angeben. Es könnte sein, dass ich dann mal ein Haus hätte für dich und dann gebe ich ihnen so genau, oder eine Luxushundehütte. Genau, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Der Job ermöglicht dir, du hast ein Kindersnowboard dabei, der Job ermöglicht dir, viel Zeit mit dem Jeremy, mit dem Vierjährigen, glaube ich, mit dem Sohn zu verbringen. Ich nehme an, das ist etwas von der grössten Qualität, Luxus. Zeit haben mit dem Kind. Ja, oder was soll ich sagen? Da habe ich einen Arbeitskollegen bei mir in Buden, die mitarbeiten, die gewisse Gefälle übernehmen. Und klar kann ich noch mehr arbeiten. Dann habe ich dann noch ein grösseres Auto, noch ein grösseres Haus und dann noch ein Boot auf dem Murtensee. Mehr auf das Mal, oder? Ja, genau. Und dann sagt mein Sohn mit 20 Jahren, ist alles gut, aber du hast keine Zeit gehabt für mich. Ja, ich habe dich nie gesehen. Das wäre mir so peinlich. Ja. Und dann mache ich kein Kind. Also jetzt habe ich 10 Jahre, jetzt habe ich 10 Jahre die Firma. Jetzt kann ich mir erlauben, dass ich an den Nachmittag meistens, kommt auch darauf an, weißt du, Notartermin geht, aber bin ich meistens, zu 90% bin ich mit meinem Sohn und mache Aktivitäten, weil ich probiere ihn auf die Welt, wo er dann in das System reinkommt, einfach vorzubereiten. Hat er das der Vater mit dir nicht gemacht, dass dir das so wichtig ist? Ist das etwas, was du, deine Schwester, vom Vater nicht so hat?
Ja, damals, oder, die haben es natürlich gemeint, dass die haben es gut gemacht, oder? Vaterrolle war natürlich auch anders gewesen, oder? Also die Väter haben viel weniger mit. Das ist ja das schwierigste Thema. Ich denke mir einfach, ich habe mich selber geformt, wenn ich jetzt hier hocke. Und es ist einfach ein neues Zeitalter, denke ich mir, ein bisschen angebrochen auf dieser Welt, dass man mehr miteinander sollte und nicht immer gegeneinander kriegen. Dass man nicht immer das Ausbeuten, blöden Kapitalismus und so weiter und so. Ich hoffe, dass die Leute so ein bisschen mehr nach dem Herz gehen, ein bisschen Freude haben und nicht das missgünstige Zeug, ein bisschen leben und Freude haben das, mit der Familie und Kindern. Das ist echt genau das, was Snowboard-Sport auszeichnet. Oder? Man ist zwar Konkurrent, aber man ist sehr befreundet, man ist gutmütig. Das ist echt die Haltung, ja, die du merkst, die Haltung hast du bewahrt. Ja, aber das ist beim Sportler im Allgemeinen so. Du redest schnell miteinander, du hast es gut, ob das auf dem Golfplatz ist oder weiss nicht was. Geht der Wettbewerb los, dann bist du Konkurrent. Ja, das ist klar. Genau. Aber dann ist es vergessen. Klar. Ja? Für die meisten beim Boxen ist das schlimmste Beispiel, finde ich, hauen sie einen Ang auf die Schnurren und dann gehen sie ein Bierchen saufen. Also, das ist heftig, ja. Das ist dort, das ja, ist das natürlich ist heftig. Aber das ist halt Sport. Genau, das ist bei uns genau gleich. Viele sagen dann, ja, sie kiffen, sie saufen, sie leben, sie sind nur Lebemänner. So. Das hat Adidas in meinem 20-seitigen Vertrag damals nie, nicht einmal, akzeptiert. Ja. Die wollten ein professionelles Training sehen, sie wollten wissen, wenn ich wo bin. Ich musste alles dokumentieren, sonst wäre das gar nicht gut. Und Resultate wollen wir sehen. Auf jeden Fall. Bebo, zum Abschluss von dem Intro habe ich Sätze angefangen, die du solltest beenden. Ohne Snowboard hat es Carving-Ski eigentlich nie gegeben. Nein. Die Ski-Industrie hat sich etwas müssen überlegen. In meinem Leben würde ich anders machen. Nicht. Der Snowboard-Nachwuchs in der Schweiz. Es ist etwas im Tun. Ohne Bretter den Füßen bin ich. Nicht. Ein halber Mensch, gell? Nein. Und nach dem Intro fühle ich mich. Ja, gut. Jetzt muss ich wieder auf Bern fahren. Natürlich. Weißt du, was ich noch vergessen habe? Wir haben noch vergessen, über das hier zu schnurren. Ja. Über das Kidsbrett. Kannst du das irgendwie noch einbauen? Das Kidsbrett, das du hast mitgenommen hast, ist für was gut? Also da kann dein Sohn, der Jeremy, steht hier drauf? Ja, die meisten wissen nicht, oder? Oder viele sagen mir, mein Sohn muss zuerst Skifahren. Bei deinen Kindern ist das sicher gleich. Aber es gibt im Fall eben so Kinderbretter mittlerweile, die wirklich gut sind. Die sind genau gleich aufgebaut wie... Wie die Ski oder ein richtiges Snowboard für die Grossen. Auch die Bindungen sind genau gleich. Und das hier kannst du dann nachziehen. Statt auf einen Schlitten zu tun, tust du einfach da drauf. Und auf dem Bügellift ziehe ich ihn einfach so hinten nach. Also du bist auf dem Bügel? Ja, und ziehe ihn. Und er ist hinten dran, ziehst du hinten nach. Und die meisten, die das sehen, die kennen ja schon auf der Piste, weil die das noch nie haben gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe doch das mal in die Sendung. Ja, du hast ja ein Millionenpublikum hier. Absolut. Dass die das mal sehen, dass es wirklich so etwas so gibt. Wenn einer eine Frage hat, kann er sich gerne über eure Redaktion. Selbstverständlich. Und wir sagen natürlich auch noch die Adresse, wenn man sich möchte melden in Sachen Immobilienmanagement. Alles schwierig. Rohrerimmobilien. Rohrerimmobilien.ch ist die richtige Adresse, wenn ihr Informationen möchtet. Es geht primär nicht um Snowboard, sondern es geht um das hier. Wir kennen es ein bisschen von den Hüngen, oder? Wenn wir drückt, kommen wir wieder zu ihm zurück. Genau. Und so zieht also der Fabian Rohrer, der Jeremy hinten nachher. Wenn ihr Informationen möchtet, zu dem könnt ihr euch selbstverständlich an uns wenden. Sportalhd.com oder rohrerimmobilien.ch ist die richtige Adresse dafür. Fabio, merci, bist du da gewesen. Gute Rückreise nach Bern. Hat mich gefreut, mit Steffi. Mit total harten Nerven. Jawohl, Fabio, eines Tages nehmen wir einen Song noch auf. Nein. Das war's. Das One on One mit dem Fabian Rohr, ehemaliger Snowboarder. Jetzt ist er Immobilienmanager. Immobilienmakler hat es ein bisschen blöd dabei. Beigeschmack. Also, merci für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.